So, anfangen wollen wir mit einem Inside-Philosophen, und zwar einem großen Denker unserer Zeit, einem der größten Denker unserer Zeit, der mehrere bislang, ich würde sagen, mehrere Durchbrüche schon geleistet hat. Und zwar ist es jemand, der heißt Montaigne Noir. Mit einem Video, das, glaube ich, wo wir sehr viel Freude mit haben werden. Denn es heißt, das unangenehmste Video, Reaktion auf Tinder-Zürich-Eskalation. Ich bin mir ziemlich sicher, selbst wenn Monte etwas sexistisch findet, dann werden wir damit keine Probleme haben, glaube ich, oder? Ich glaube, da haben wir eine gute Zeit. Lass uns das mal gucken. Ich weiß noch nicht ganz genau, ob ich auf das Video Lust habe oder nicht. Tinder-Zürich-Eskalation. Danke für deine wichtige und gute Monkey. Aufklärungsarbeit in Sachen Gleich. Wayo. 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 Okay, Leute, wir sind jetzt in Zürich, in der Schweiz. Bist du bereit? Es geht ab, Leute. Guckt mal die Umgebung zu. Pervers. Jetzt gibt's was? Könnt ihr euch noch an das Gespräch vorhin erinnern, wo ich meinte, dass man auch ab und an mal einen Halbsteifen hat? Tinder! Auf meine Art! Meine Art? Was ist los mit dir? Auf unsere Art! Auf unsere Art! Normal! Okay. Ich mach die Jungs, du machst die Mädels. Nein, ich mach die Jungs. Du machst die Jungs? Ja, ich hab die. Okay, es ist ja üblich, aber bevor wir anfangen, checkt die Jungs einmal ab. Okay, guckt sie euch mal an. Habt ihr das Zwinkern gesehen? Aber bevor wir anfangen, checkt die Jungs einmal ab. Okay, guckt sie euch mal an. Das Zwinkern heißt, du darfst da mitkommen, aber Taxi nach Hause zahlst du selbst. Das fucking Gänsehaut, Bruder. Hab ich schon direkt Gänsehaut. Eine hübscher wie der andere hier. Oh mein Gott. Wow. Guckt sie euch mal an, Alter. Und da haben wir unsere Single-Ladies. Wow. Wow. Oh mein Gott. Wow, Rihanna ist auch am Start. Krass, Alter. Okay, wir fangen jetzt an. Wir müssen jetzt wie macht man Kanalwetten? Wie macht man Kanalwetten mit Punkten? Geht das? Kann ich das machen? Ja. Ah, geil, okay. Vorhersage benennen. So, ihr habt eine Minute Zeit, um abzustimmen über die Frage. Und zwar die Frage ist, die Vorhersage ist, was wird unangenehmer? Das Video oder Monte? Das wird schwer. Das ist schwer. Wir machen jetzt endlich ein bisschen Gambling bei mir. Ab heute gibt's wieder endlich ein bisschen Gambling. Ihr dürft jetzt entscheiden, was unangenehmer wird. Die Kommentare von Montana Black oder aber das Video. Was wird unangenehmer? Es kann natürlich auch sein, dass beides gleich unangenehm ist. Dann verliert ihr alle und die Bank gewinnt. Aber das ist sowas wie die Null im Roulette. Ne, es muss immer diesen Faktor geben, dass alle als Verlierer nach Hause gehen, weil ansonsten wären wir hier nicht im Kapitalismus. Richtig? So. Und wenn das der Fall ist, dann gewinnt eben nur der Papa. Ja? Also. Willkommen zu Kringe 2020. Im heutigen Spiel tritt Montana Black 88 gegen ein Tinder-Video an. Möge der Fremdscham-König gewinnen. 45% von euch sind der Meinung, dass das Video unangenehmer wird als Monte. 3,2 Millionen Karl-Coins wurden eingesetzt. Und 55% ja, sind der Meinung, dass Monte unangenehmer wird. Oh Mann, du. Also wollen wir mal so sagen, lieber Leistungschat. Bleiben wir mal ganz kurz stehen. Okay. Geschmack. Was ist mit der Goldmünze passiert? Bald ist das Jahr voll und immer noch nicht groß von meinen Leads. Stellst du dich einmal vor? Warte, ich geh mal nochmal hin. Kannst du nochmal sagen? Ich bin Raina, bin 17 und bin trans. Raina? Ja. Trans. Finde ich am besten bis jetzt. Real Talk. Würde ich daten. Und? Yes. Seit wann? Also ich habe mich seit einem Jahr geoutet. Okay. Weißt du, was deine Aufgabe ist? Nein. Check ihn erstmal. Also ich glaube, jetzt wird es das Video. In meinem Kopf geht nur vor, oh bitte lieber Gott, lass es nichts Transfeindliches sein. Ne? Und wie wir alle wissen, das ist glaube ich keine Option. Mal von oben bis unten. I've been really trying, baby. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir noch eine 30 Sekunden länger das Video hätten laufen lassen und dann gewettet hätten, wäre es so ungefähr 95% auf das Video gefallen. Bruder, die Bauchtasche. Jetzt also ich möchte noch mal ganz kurz sagen, in diesem Video ist es ein sehr oberflächliches Lauf Video, also werdet ihr auch einen oberflächlichen Monte erleben, okay? Okay, die Chancen sind... Jetzt werden wir irgendwas wieder bei 50-50, glaube ich.
Jetzt hören wir, die Leute, die auf Monte gesetzt haben, jetzt so, ja, ja, Bruder, wir sind wieder drin. Wir waren sehr weit draußen, aber wir sind wieder drin. Bundes, würdest du ihn daten, ja, nein? Nein. Nein? Nein. Warum nicht? Weil, also sein Style ist okay, aber sein Gesicht ist so hässlich. Also ich finde das hässlich. Sein Gesicht ist für mich nicht schön. Also ich finde das gar nicht schön. Was ist so dein Geschmack? Eigentlich so light skin oder, ja, light skin Locken. Locken? Ja. Was bist du? Morgen erstmal einen Termin beim Friseur machen, Locken, da sehe ich mich dran, Digga. Bist du von der Lanz, Frau? Dominikanerin. Okay, hören wir uns die Meinung mal von drüben an. Ewa, stell dich mal vor. Scheiße, Raphael. Also es ist selten, also man hat, das ist auch nicht böse gemeint, aber ich habe selten bei Menschen das Gefühl, wenn sie reden, dass ich verdumme. Jetzt gerade ist so ein gewisser Moment, wo ich das Gefühl habe, dass... Portugies. Woher kommst du nochmal? Portugal. Portugal, ewa. Mit Latino auch, so wie sie. Wir sind keine Latino. Ewa, egal, ein Auge zu, drück nachher. Achso, ja, check mal die Dame ab. I've been really trying. Würdest du sie daten? Achso, ich bin ja live. Ja, begründet. Nein, begründet. Ja, nein. Ja. Nein, warum? Ja. Sie ist ein Typ. Ich brauche eine Frau. Was der meint? Verstehe ich nicht, Bruder. Kann ich nicht verstehen. Sag ich ganz ehrlich, Bruder. Was der meint? Holy shit. Ich glaube, ich mache mir ein Kreuz. Ich mache mir ein Kreuz im Kalender. Montana Black leistet einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag. Was sagst du dazu? Was sag? Ich bin mehr Frau als alle Frauen da draußen. Oh! Nummer! Also? Nein. Nein. Wir haben ein Nein. Nein. Wir gehen ein Zweiter. Hi. Hallo. Aber man muss fairerweise sagen, er war ja irgendwo noch ein bisschen Gentleman. Er sagt, okay, will ich nicht, weil war mal ein Mann, okay. Aber... Kann man sehr viel geschickter ausdrücken, Bruder. Also das hat nichts... Also, nee, du bist ein Mann, ist jetzt eher nicht so wirklich ein Gentleman, ne? Von der Umkehr, von ihr kam erst hässlich, hä? Stell dich mal vor. Tufa, bin 19. Tufa? Naja, sie hat gesagt, er ist hässlich. Absolut, Till, das ist absolut das Gleiche. Hässlich ist viel schlimmer, als jemanden zu missgendern, das stimmt. Da habt ihr vollkommen recht. Oh, Landebahn. Im ersten Moment, ey, es ist ein oberflächliches Video, sind auch oberflächlich. Sie hat mich im ersten Moment ein bisschen an Alien erinnert. Alien vs. Predator. Tufa heißt auf Arabisch Edding. Ernsthaft? Wo ist die Araber, Bruder? Nicht, dass sie noch einen großen Bruder hat. Also ohne, nee. Das ist Kniescheibe. Digga, das soll ich auch... Das habe ich ja noch nie gehört, das ist Kniescheibe, Digga. Lul. Da hätte ich auch mit meinem Privatjet landen können, ja? Das stimmt schon. Ja. Woher kommst du? Somalerin, Libanesin. Und aus Zürich? Ja, genau. Okay, weißt du, was deine Aufgabe ist? Check ihn mal von oben bis unten, diesen Jiggo. So, wie heißt du nochmal? Tufa. Ja. Tufa, begründe es. Ey, wir leben in einer Zeit, die vielleicht anders ist. Ich bin Oldschooler. Bruder, sie sieht aus mit der Hose wie Oberlix. Und wir sind in dem Video sehr oberflächlich. Und sie hätte bestimmt auch was zu meckern an mir. Sie sieht mit ihrer Hose aus wie Oberlix, Digga. Ist wieder am Tricksen und am Schummeln. Weil in der Hose hat sie vielleicht einen geilen Hintern. Aber wenn sie die Hose auszieht, sieht sie schon wieder ganz anders aus. Und Bruder, sie ist halt auch wieder halbgelbe Tonne. Die Leute, die auf Monte gewettet haben, sind gerade richtig am... Die denken gerade, ja komm Monte. Gib Gas, Bruder, gib Gas. Da ist so viel Make-up, Bruder. Also die Augenbrauen, das könnte auch der Blinker an meinem Lenkrad sein. So. Oh, Monty nimmt, glaube ich, die Führung hier gerade. Mit der Augenbrauen könntest du nach links und rechts abbiegen. Ihr kennt meine Meinung. Ihr kennt. Doch, für Monte. Wir haben Vuvuzelas. Jetzt wird. Wir bringen ein bisschen WM-2010-Stimmung hier rein. Wenn schon Gambling und alles, ne, dann machen wir wenigstens, dann brauchen wir wenigstens auch ein paar Vuvuzelas, ne. Fucking Vuvuzelas, Bruder. Fucking Vuvuzelas.
Yeah. Tor für Monte. Ihr kennt ja meine Meinung zu Frauen. Wäre mir persönlich, wenn ich jetzt in dem Tinder-Date wäre, viel zu viel Schminke. Voila, die sieht am nächsten Tag ungeschminkt aus wie anderer Mensch. Würdest du ihn daten? Ja, nein. Ich sehe es und von Weitem ist mir zu jung. Zu jung? Ja. Wie alt bist du? 19. Okay. Bin gleich alt, aber ist nicht so mein Typ. Ist nicht dein Typ? Nein. Sieht süß aus, aber ist nicht mein Typ. Okay, korrekt gemacht. Ja. Gut, hören wir uns die Meinung von drüben an. Ewa. Ewa. Stell dich mal vor. Ich bin... Bruder, das... Das ist übrigens jetzt hier können wir männliches Brutverhalten jetzt hier gerade psychologisch analysieren. Kein Mann, wenn er vorher schon einen Korb bekommen hat, würde jetzt noch sagen, ja, ich mach die trotzdem weg. Das macht keiner. Ne? Das macht niemand. Aber wenn es andersrum gewesen wäre, andere Meinung. Ne? Andersrum, ne, wenn der Mann angefangen hätte, ja, also ist schon sehr süß, würde ich sagen, schon so können wir was machen, ne? Und dann kommt die Frau und sagt so, nee, Alter, auf gar keinen Fall. Und aber wenn es andere ist und die Frau so sagt, so, nee, auf gar keinen Fall, dann so, auf gar keinen Fall. Ich habe auch Ansprüche, weißt du. Mach mich sehr. Prinz, 19. Oh! Ja, genau. Prinz of Zürich. Genau, du weißt. Bin Designer. Was sieht man? Achis. Auch noch ein Punkt im Jahr 2021, wo jeder denkt, er ist Designer. Checkt sie mal von unten. Shop. Bisa, ja. Bleib mal ganz kurz stehen. Was ist denn mit der Goldmünze passiert? Ja, sieht aus wie Obelix, finde ich. Sieht aus wie Obelix, wirklich. Würdest du sie daten? Ja, nein. Er sieht aus wie Unterlix. Bekunde das. Ganz ehrlich, ja. Bombe Frau, sag ich ehrlich. Okay, er ist Ehrenbruder. Er ist ein Ehrenbruder. Ganz ehrlich, selbstverständlich. Ganz ehrlich, ich bin 19. Also ganz ehrlich, auf jeden Fall. Aber hey, nicht beidseitig. Ah, korrekt gemacht. Ehrenmann. Ne? Die Frau sehr viel Respekt gehabt, sehr höflich eine Absage gesagt, also sehr höflich. Und er Ehrenbruder trotzdem. Applaus, Leute! Sehr gut. Nummer! Also haben wir. Der war korrekt. Ein Ja. Ja, ja. Nein. Nein. Sehr korrekt, gefällt mir. So kann es bleiben. Dann haben wir die nächste. Stellst du dich vor? Ich bin Vincenzo, bin 16, komme aus Italien und lebe auch in Zürich. Was, Bruder? Bist du auch Trons? Nein, also ich weiß nicht, was ich genau bin. Also ich bin noch am Herausfinden, aber einfach er. Du weißt. Oh Gott, dieses Video wird gerade fucking auf einer Skala von 1 bis 10 unangenehm. Wird das jetzt vom Setup her eine 12, Bruder? Das ist also wirklich, das wird eine fucking 12. Ich weiß nicht, divers. Das dritte Geschlecht. Nein. Gib nur zwei. Ja. Okay, check mal los. Oh Gott, wir sind. Oh. Team Blau darf sich jetzt freuen. Ja, Remo, Mayer, euer Spiel gebaut. Meine Freundin hat getippt. Tor fürs Video. Wir wissen nicht, ob wir hier in der 87. Minute noch damit rechnen können, dass der Ausgleich geschossen wird. Steht jetzt 4-1. Das wird schwer. Oh, das wird schwer. Luciano, einmal von oben bis unten ab. I've been really trying. Mashallah. Jetzt begründe es. Würdest du ihn daten? Ja, nein. Nein, weil er ist ein bisschen klein und das ist ein bisschen komisch, aber ich schaue nur auf dünne Leute, also Sixpack und ever. Aber sein Style sieht gut aus. Also, ich habe nur Sixpack verstanden. Ich habe auch gar nichts verstanden, Digga. Sixpack. Ja. Er ist sich auch nicht so sicher mit seinem Geschlecht, sondern auch mit der Sprache, wie er spricht anscheinend. Monte. Hier wird nochmal Gas gegeben. Montana Black geht in die Offensive. Das kann doch nicht sein. Tor für Monte. Ein Traumtor von Montana Black. Ein Traumtor. Also ja, nein? Nein. Nein? Was ist dein Typ? Eigentlich auch... Was für ein tolles Spiel.
Marokkaner, lang, dünn. Lang. Lang. Okay, dann hören wir uns die Meinung jetzt von drüben ab. Ewa, was geht ab? Ewa, stell dich mal vor. Yasin bin. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier, da wird jetzt gleich jemand mit einer Mitchell und Nesskappe eingewechselt und der ist torhungrig. Er ist torhungrig, habe ich das Gefühl. Der ist auch schon direkt im 16er und winkt hier. Komm her. Ja. Ich bin 17, bin Marokkaner und ja, ist nicht mein Typ. Ist nicht dein Typ. Weil es ist trans und ja, es ist hässlich. So. Du stehst auf Marokkaner oder du willst Sixpack, wo was ist Sixpack? Schatz, sagst du. Tor! Oh, nur no, so! Nein, ist kein Problem. So, Baba Marokkaner, der wartet, die sagt nein. Bruder, wie redet die denn? Weißt du, wisst ihr, wieso die nein sagt? Weil die weiß ganz genau, die kriegt Korb. Hast du noch was zu sagen? Nein, eigentlich nicht. Nee. Nein? Sie ist schon traurig genug, es reicht. Nein, gib ihm! Baby, sag mal nochmal. Du bist schon traurig genug, es reicht langsam. Oh, pass Flanke rein. Flanke. Ein Unbeteiligter aus dem Trainerstab hat sich gerade eingewechselt. Steht im 16er, Flanke kommt rein, wird versenkt. Hör mal zu, ich sag eins ganz klar. Ah nein, du hast die Arsch. Also ich weiß nicht, was ich trauriger finde. Die Leute, die da mitmachen oder die Leute im Hintergrund. Ich bin einfach froh, Digga, dass ich ein 88er Jahrgang bin und einfach eine gute Jugend hatte, Digga. In der Jugend wäre ich nicht glücklich geworden, Digga. Das ist echt traurig. Ist besonders für alle schön, die das Buch von Monte gelesen haben, ne? Er hatte wirklich eine Traumjugend. Also das muss man wirklich sagen. Ich sag's so, wie es ist, Bruder. Also nein. Nein, Bruder, sicher nicht. Nein. In eine Schule einbrechen und Häuser ausrauben. Ah, Bruder, hast ein Traumleben einfach. Traumjugend. Ich habe nicht einen besseren Charakter als du, Schatz. Du siehst aus. Ey, nur mal. Okay, wir gehen ein zweiter. Hey, ich bin Larry und ich bin hier mit meinen Schwestern oder Brüdern. Und ja. Wer bist du? Ich bin 18 Jahre jung. 18 Jahre jung. Check den Playboy mal von oben bis unten. Was? I've been really trying, baby. Wait, yo, würdest du ihn daten? Ja, nein, begründe. Also ich mag nicht so fettige Haare und nicht so Typen, die so nach Schweiß riechen. Also nein. Nee, nicht so. Was ist denn dein Typ? Attraktiv. Attraktiv? Ja. Und er ist es nicht? Nein, nicht für mich. Also er findet bestimmt irgendjemand, aber nicht mich. Gut, ey. Ey, Wachi, was geht ab, alle? Ewa, check mal die Chaya von unten bis oben ab. Walla, komm mit dir. I've been really trying, baby. Ach, komm mit dir. Walla, komm mit dir. Willst du daten, ja, nein? Nein, Walla, nein. Walla, nein. Nein, Walla, nein. Komm mit das. Transe. Nur Transe. Transe. Tor fürs Video. Jetzt. Ach du Scheiße, ist das peinlich. Oh Gott, ist dieses Video peinlich. Oh, ist dieses Video peinlich. Ach du Scheiße. Rudelbildung. Ach du Scheiße. Das ist halt so die letzten Minuten dieses Spiels sind wahnsinnig. Montana Black 88, nach dem eben kassierten 5:1 ist er jetzt am Mittelpunkt und er bekommt den Ball direkt wieder abgenommen und das Video rennt wieder Richtung 16er. Also wer von denen ist eigentlich auf den Gedanken gekommen, dass das konzeptionell eine gute Idee ist für ein Video?
Der kann man auch mal vielleicht mal jetzt so auch direkt an den Beteiligten jetzt hier eine Frage stellen. Wer ist eigentlich auf den Gedanken gekommen, dass das eine tolle Videoidee ist? Er dachte so, ey, das kann doch nur gut gehen. Das kann doch nur gut gehen. Hätte ich niemals gedacht in Zürich. Geht mal auseinander. Auseinander, bitte. Ich will ein anständiges Tinder, aber es klappt nicht. Also, ich sag euch ganz ehrlich, der sympathischste bis jetzt in der Runde ist er. Die anderen, Digga, du, also das könnte auch, ist mir egal, ob ich dafür Hate kassiere von denen oder nicht. Man könnte wirklich meinen, dass das ein Ausflug der Lebenshilfe ist, Digga. Das ist ein ganz großer Ausflug der Lebenshilfe. Und ganz vorneweg ist sie, Digga. Das ist wirklich so traurig, Diggi. Ich realisiere das auch gerade nochmal, wie traurig das ist. Das ist weit weg von dem, was ich kenne. Und hier ist nichts geplant. Es passiert einfach. Ich hab allen vor der Kamera gesagt, ich will ein stylisches Tinder. Wenn er nicht dein Typ ist, wenn sie nicht dein Typ ist, macht stylisch. Aber bitte nicht beleidigen. Aber ey Chat, ganz kurz nochmal, ganz wichtig. Nur weil die sich komisch verhalten, heißt nicht, dass ihr euch komisch verhaltet. Ihr könnt eure Meinung reinschreiben, okay? Aber Beleidigung, Diskriminierung, whatever, auf eklige Art und Weise, wird gebannt. Erstmal Montana Black hier hat die Chance, nochmal irgendwie ranzukommen und das Tor zu verwandeln, steht vorm leeren Tor und schießt vorbei. Schade. Eigentor von Montana Black. Also muss ich an der Stelle sagen, finde ich, haben die Transgender, die da mitmachen, erstmal meinen Respekt. Erstens, dass sie sich öffentlich so zeigen, weil es ist nicht selbstverständlich. Viele verstecken sich. Montana Black, ich weiß, was Monte damit meint, aber trotzdem Tor für Monte. Trotzdem Tor für Monte. Es ist Base. Monte ist Base. Druck nach vorne. Und dass sie sich überhaupt in einer Runde mitmachen, die fast nur aus Südländern besteht. Und es ist ja nicht alle, aber man kennt es ja, die meisten Südländer. Tor für Monte! Keiner hat gedacht, dass hier nochmal der Anschlusstreffer gefällt und Monte... haben eine ganz klare Meinung zu Homosexualität. Den einzigen positiven Aspekt, den ich da für mich gerade in dem Video sehe, ist, dass aus dem nächsten Doppelpack Transgender oder Homosexuelle mittlerweile mehr Mut haben, sich zu zeigen. Das ist das Einzige. Er hat recht. Nicht alle SüdländerInnen sind transfeindlich und homofeindlich. So. Und ich glaube, dass man, wenn man solche Stigmatisierungen bedient, dann auch nichts besser macht, oder? Leider sehr viele. Leider sind sehr viele Menschen einfach transfeindlich und homofeindlich. Ja? Positive an dem Video, Digga. Wir machen weiter, komm. Du warst dran, gell? Okay, stell dich mal. Die verhalten sich peinlich, das ist was anderes, Digga. Also das ist nochmal eine andere Sache. Ich heiße Leida. Ich kann Hochdeutsch reden. Türkin. Ganz Hochdeutsch. Wenig. Okay. Weißt du, was deine Aufgabe ist, Leida? Ja, ihn bewerten. Genau, check ihn erstmal von oben bis. Sie ist bis jetzt die hübscheste aus der ganzen Runde. Von allen Frauen, die ich da gesehen habe, ist die hübscheste. Die schreiben dir bei Instagram, dass du ein Sohn bist. Weil sie denken, es wäre Ostern und sie haben Eier. Sie ist bis jetzt die hübscheste. Fucking based, Monte. Fucking based. Naturell. Nicht überschminkt. Eher und eher. Schreib dir bei Instagram, dass du nur und so bist. Fucking based, Bruder. Fucking based. Schön naturell, Digga. Macht einen vernünftigen Eindruck. Bis jetzt sie sofort daten 1 plus mit Sternchen. I've been really trying, baby. Wir waren abseits. Die ist halt 12, ist doch scheiße. Digga, das ist doch. Livestream-Chat, ist doch vollkommen egal, wie alt die jetzt ist. Ihr wisst ganz genau, was ich meine. Jetzt macht nicht wieder so, ihr Idioten. Jetzt sag es, würdest du ihn daten? Ja, nein, begründe es. Nein, weil ich auf Frauen stehe. Hä? Du stehst auf Frauen? Okay. Er ist auf diese Videoidee gekommen und dachte, dass das eine gute Idee ist. Wer wäre hier dein Geschmack?
Bruder, das tut weh. Nein, alle gleich. Okay, wir fragen mal. Was? Die Lada aus Halle, die Lada. Okay, wir fragen mal drüben. Ewa, check die erste mal von unten bis unten ab. Die ist mit Abstand die unangenehmste von allen. Ewa, würdest du die daten? Begründest ja oder nein? Nein, ich würde nicht daten. Warum? Weil ich nicht auf... Wer bist du? Ich stelle euch einfach vor, er wird jetzt sagen, weil ich auf Männer stehe. 17. Wie alt bist du nochmal? 18. Die ist 18, ein Jahr älter. Nein. Okay, nein. Ist korrekt geblieben, Ewa. Was war der Grund? Weil ich stehe so auf Lightskins und so. Wallah, auch so ein Bild. Ja. Und auf Araberinnen. Araberinnen? Ja. So wie Huda. Und Latinas, Bro. Und Latinas. Sag ja, ha! Du wolltest irgendwas sagen? Zu dir, Schatz. Ich lade dich einer durch die K***. Ja, ich auch. Period. Guck mal, ich bin euch ehrlich. Deswegen Abstand, Allahi. Ich freue mich schon, in ein paar Jahren in Zürich zu sein, Digga, um über McDonald's einen scheiß Cheeseburger ohne Gurken zu bestellen und die Alte steht an der Kasse und kriegt's gar nicht hin und gibt mir mit Gurken, Digga. Das, genau so eine ist das. Die kriegt nicht mal hin. Oh, für Monte! Gibt es noch einen wichtigeren als diesen Monat? Falls ihr in einem Fastfood-Laden arbeitet, bitte fühlt euch von mir als die größten motherfucking Ehrenmänner, Frauen und Menschen bezeichnet, die es auf diesem gottverdammten Planeten gibt. Es gibt nichts Ehrenhafteres, als Fritten zu drehen. Das ist einfach, mashallah, ihr macht so vielen Menschen einen schönen Tag und schöne Körper. Ein besonderer Shoutout an die Ehrenbrüder, Frauen, Schwestern und Menschen, die McRibs zubereiten und wissen, dass man sich einen McRib kauft wegen der Soße. Und die das Ding vollklatschen. Und damit meine ich nicht den Burger, sondern die Pappe. You the real MVPs da draußen. Eine einfache Cheeseburger-Bestellung aufzunehmen. Genau sie wird so eine sein, Digga. Aber so, jeder darf machen was... Die kommen aus Frankfurt, ja, dann fahre ich halt nach Frankfurt. Dann ist er mehr Frau als du und du bist auch eine der Frau. Aber wenn ich dich wie ein Mann und stehst dir mal gerade, ugly. Hexenschwester. Ferritcher You spendet 3,33 €. Bruder, hat die Schwester gerade gesagt, ich bin mehr Frau als du und dann hat die Asoziale ihr T-Shirt hochgenommen? Bruder, wenn mein Vater... Ich habe gesagt, es eskaliert, Gesicht verloren. Nummer! Warte mal, ich muss dich mal... Er ist doch Mitte 30, warum ist er in so einem Dating-Format für Minderjährige? Leute, ruhig dich nicht. Ich wollte ein stylisches Kinder. Es ist okay für dich, das Video. Für dich auch? Ja. Ist das Video okay für dich? Ja, ja. Für dich auch? Ja, eigentlich schon, aber ich wollte auch noch was sagen. Was wolltest du sagen? Und zwar, eigentlich habe ich die Schwester echt gefeiert, aber ihr Charakter ist so billig wie ihre Tellyway Jeans. Und mit so einem Gesicht sollte man nicht so viel sagen, weil sie ist männlicher als wir alle zusammen. Ist es für dich auch okay? Das Video? Ja, alles okay. Also ich kann schon verstehen, warum sie sich aufregt, weil letztendlich werden sie diskriminiert von den Leuten da, wegen ihrer Sexualität etc. Ja, aber Bruder, das... Einfach, ich will nur mal kurz sagen, sie ist mega peinlich, aber wirklich. Warte mal, ich so ein bisschen ab, wieder geil. Hey, wir beenden jetzt das Video. Okay, ich hab's versucht. Das war's mit Tinder Zürich. Ich werde euch noch alle besuchen. Zürich, was geht ab, seid ihr?
Da feiern sie ausgelassen, denn sie haben hoch gewonnen. Großartige Szenen hier nach Spielabbild. Das war eigentlich der Pumpkin Monkey. So vom Ding her, oder? Ich kann nicht mehr. Ich habe kein Blut mehr. Bissam, was ist denn mit der Goldmünze passiert? Er hat dieses Video hochgeladen und wer ist auf den Gedanken gekommen, dass das eine gute Idee ist? Das muss doch einer geschnitten haben, oder nicht? Da muss doch einer mal drüber geguckt haben, oder nicht?